Sprache, Reformation, Musik, zeitgenössische musikalische Annäherungen an Martin Luther ist ein Projekt des Nordkolleg Rendsburg in Kooperation mit der Christkirchengemeinde Rendsburg-Neuwerk anlässlich des 500-jährigen Jubiläums der Reformation. Das Projekt verfolgte das Ziel, Martin Luthers kirchenmusikalisches Vermächtnis ins Gedächtnis zu rufen und dessen Bedeutung heute mit zeitgenössischen Mitteln zu beleuchten. Gefördert wurde es von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, von den Kulturstiftungen des Landes Schleswig-Holstein und des Kreises Rendsburg-Eckernförde, vom Ministerium für Justiz, Kultur und Europa sowie von der Arbeitsstelle Reformationsjubiläum 2017 der Nordkirche. Kern des Projektes war eine Auftragskomposition des Leipziger Komponisten Bernd Franke für Saxophonquartett und Männerchor, die am 25. Mai 2017 in der Christkirche in Rendsburg zur Uraufführung kam. Eine weitere Aufführung folgte am 28. Mai 2017 in der Klosterkirche Uetersen. Interpretiert wurde das Werk mit dem Titel Lutherquiz vom Rascher Saxophonquartett und dem Sonux-Ensemble, den Männerstimmen der Chorknaben Uetersen, unter der Leitung von Hans-Joachim Lustig. Bernd Franke ist ein vielseitiger und gefragter Komponist. Seit 2003 hat er eine Professur für Komposition, Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, Tonsatz und Analyse an der Leipziger Universität inne und ist Mitglied der Akademie der Künste in Dresden. Er schrieb Auftragswerke für renommierte Ensembles, darunter das MDR-Orchester, das Ensemble Modern, die King Singers und das Rascher Saxophonquartett. Das Rascher Saxophonquartett setzt sich aktuell zusammen aus Kenneth Kuhn, Bariton, Christine Rall, Sopran, Elliot Riley, Alt sowie Andreas van Suhlen, Tenor. Es tritt seit seiner Gründung im Jahr 1969 regelmäßig in bedeutenden Konzertsälen auf und setzt eine Tradition fort, die in den 30er Jahren von Sigurd Rascher, dem Pionier des klassischen Saxophons und Gründer des Quartetts, begonnen wurde. So wie Rascher viele Komponisten dazu inspiriert hat, Stücke für ihn zu schreiben, tut es das Quartett heute noch immer. Das Sonux-Ensemble ist ein junger Männerchor unter der Leitung von Hans-Joachim Lustig, bestehend aus den Tenören und den Bässen der Chorknaben Uetersen. Unter dem Namen Männerstimmen der Chorknaben Uetersen hat das Ensemble in den letzten Jahren bereits eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen gewonnen. Nachdem die Komposition im März 2017 fertiggestellt wurde, begannen die Proben für das Werk Lutherquiz. Am 21. April fand eine Probe des Sonux-Ensembles erstmals im Beisein des Komponisten statt. Am 24. Mai, dem Abend vor der Uraufführung, fand die erste Begegnung der Raschers und des Männerchores im Nordkolleg statt. Unter der musikalischen Leitung von Hans-Joachim Lustig wurden die einzelnen Klänge und Passagen geprobt und mit den Regieanweisungen des Komponisten zu einem großen Ganzen zusammengeführt. Anlässlich der Uraufführung des Lutherquiz erörterten Anne Kankein, Musikreferentin am Nordkolleg, Bernd Franke, Elliot Riley, Hans-Joachim Lustig und Dr. Stefan Holtmann, Pastor der gastgebenden Christkirchengemeinde, in einem Einführungsgespräch vor dem Konzert Fragen zur Reformation und zu deren kirchenmusikalischer Bedeutung. Was eine enorme Produktivität.
Can you guess who said what? 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 I decided early to give my life to something eternal and absolute. Not to these little gods that are here today and gone tomorrow. But to God, who is the same yesterday, today, and forever. Im Rahmen des Projektes fand vom 25. bis zum 28. Mai im Nordkolleg eine Masterclass mit dem Rascher Saxophonquartett statt. 34 Saxophonistinnen und Saxophonisten aus dem gesamten Bundesgebiet, davon 10 Stipendiatinnen und Stipendiaten, erarbeiteten mit den 4 Mitgliedern des Quartetts die Interpretation unterschiedlichster Werke und Stile. Die Ergebnisse der Masterclass wurden in einem öffentlichen Abschlusskonzert der Teilnehmenden im Nordkolleg präsentiert. Mit einer zweiten Aufführung des Lutherquiz in der Klosterkirche Uetersen am gleichen Abend wurde das Projekt erfolgreich beendet.